Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich habe mir etwas gegönnt. Ein Schmuckstück. Für jemanden, der ansonsten keinen Schmuck trägt, seinen Ehering in der kleinen Version kauft. Keine Ohrringe, keine Armbänder. Und die Uhr auch erst seit kurzem trägt, ist das schon etwas Außergewöhnliches, dass ich mir ein Schmuckstück leiste. In dieser schweren Zeit, in der wir nach uns selbst suchen, nach unserem Selbst, nicht nach dem Ego, was nach dem größeren Auto schreit, nach dem größeren Haus, wo wir uns fragen, wie wird dein zukünftiges Leben aussehen? Da stellt sich auch die Frage nach Gott. Sagen Sie, der Bormann und Gott, das sind zwei verschiedene Welten, der ist so Agnostiker. Ein Agnostiker ist kein Atheist. Das heißt, für mich steht es völlig außer Frage, dass es da irgendwo eine höhere Macht gibt. Aber ich muss sie nicht Gott nennen. Ich muss mich auch nicht mit Leuten darüber streiten, ob es jetzt einen oder mehrere davon gibt. Ob es jetzt die Germanengötter sind, die die richtigen Götter sind. Oder der eine christliche Gott. Ach nee, das ist ja die Dreifaltigkeit. Ja? Das ist ja auch noch wieder so ein komisches Ding, was man glauben kann oder auch nicht. Oder ob es jetzt den Gott vom Echnaton gibt, diesen einen monotheistischen Gott, der dann ja auch übernommen wurde von den Juden zum Beispiel in ihrer Religion. Aber die Idee dahinter, dass es natürlich blöd ist, dass man sich irgendwie verzettelt, wenn man sich mit einer Götterwelt beschäftigt, die halte ich erstmal für nachvollziehbar, weil der Echnaton hat natürlich gesagt, wenn ich diese ganzen Götter alle mal zu einem zusammenpappe, ne, der ist ja eigentlich der Erfinder der monotheistischen Religion in der Welt, der Echnaton, dieser ägyptische Pharao, dann habe ich das Volk besser im Griff, weil ich kann mich hier darstellen als Stellvertreter dieses einen Gottes, dieses Monoliths, ja. Und ich kann das Volk besser herumschubsen und dirigieren. Nun gut, hat bei ihm nicht so ganz geklappt. Am Ende seiner Herrschaft, als er dann weg war, ist alles wieder zusammengebrochen in Ägypten. Und wahrscheinlich dann die monotheistische Religion geflohen, ja, irgendwo anders hin. Es gibt Leute, die das in Verbindung bringen mit der Gründung des Volkes Israel. Ja, dass es eigentlich Ägypter waren, die dann ausgewandert sind, weil sie weitermachen wollten mit dieser monotheistischen Religion. Ob das nun so war oder nicht, darüber können sich gern die Historiker streiten. Für mich ist das nicht so wichtig als Agnostiker, aber interessant, so etwas zu hören. Was für mich aber wichtig ist, ist auch die Idee zum Beispiel, dass dieser Gott uns erschafft und auch wieder zu sich nimmt. Das ist eine Grundidee, die mit dieser monotheistischen Religion verbunden ist. Es ist ein sehr einfacher, nachvollziehbarer Gedanke, den auch ein Agnostiker problemlos nachvollziehen kann. Ja? Und wissen Sie was? Da gibt es tatsächlich ein Symbol dafür, was diesen Gedanken ausdrückt, was diese Macht ausdrückt, die von dieser Naturgewalt ausgeübt wird oder noch höheren Gewalt, die hinter der Natur steht. Ja? Also dieser göttlichen Gewalt, der Gott gibt uns das Leben und wir werden zu ihm eines Tages zurückkehren. Dieses Symbol habe ich mir jetzt besorgt. Es wird auch als Siegel Salomons bezeichnet. Ja? Manche Menschen bringen das ausschließlich in Verbindung mit dem Volk Israel und dem Judentum und deren Glauben. Aber dem ist nicht so. Der Davidstern
auch als Siegel Salomons bezeichnet, wurde früher auch von Christen getragen. Ja? Es steht aus meiner Sicht tatsächlich sowas wie fürs Alte Testament. Das Alte Testament ist der Glaube noch mit Hauen und Stechen. Und wenn der mir was tut, dann tue ich dem auch was und so. Also deutlich weniger liebevoll wie das Neue Testament. Aber in mancherlei Hinsicht vielleicht gerechter. Das ist tatsächlich ein religiöses Thema, über das man reden kann. Und für mich ist der Davidstern eines der schönsten Symbole, die es in dieser Welt gibt, um meine Verbundenheit mit dieser Macht auszudrücken, um meine Verbundenheit mit, meinetwegen sagen wir heute mal, Gott auszudrücken. Ja? Und wenn ich dieses machtvolle Symbol um den Hals trage, dann verbinde ich damit auch den Gedanken, dass mir all diese seltsamen Gestalten, die hier zurzeit um mich herum sind, die mir irgendetwas sagen wollen, die mir irgendetwas befehlen wollen, die glauben, mich mit Gesetzen zwingen zu können, dass diese Gestalten schrumpfen, kleiner werden, nichts sind im Vergleich zu dem Glauben, der mich zu dem macht, was ich heute bin, nämlich ein würdevoller Mensch in Freiheit, der seine Macht erhalten hat von einer höheren Macht, nicht von Frau Merkel oder Herrn Söder oder so. Vergessen Sie die einfach. Ja? Und wissen Sie was? Wenn ich dieses Symbol um den Hals trage, dann kann das sein, dass ich in Berlin angefeindet werde. Dass mir Leute eine reinhauen wollen, weil sie irgendwie glauben, ich würde damit etwas anderes verbinden, als was dieser Davidstern tatsächlich aussagt. Das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, das ist mein Glaube hinter diesem Symbol. Das ist meine religiöse Freiheit. Zu glauben oder auch nicht zu glauben, an einen Gott oder an mehrere Götter zu glauben. Zu glauben, was ich will. Das ist uns in Deutschland im Grundgesetz verbrieft. Das steht jedem zu. Und damit das so bleibt, wurde zum Beispiel Annette Kahane eingesetzt, ne, diese Ex-Stasi-Tante in der Antonius-Amadeo-Stiftung, um gegen den Antisemitismus hier in Deutschland vorzugehen. Das ist auch richtig so, weil diese Verbrechen dieses Nazi-Regimes wollen wir hier nie wieder haben. Und wenn jemand hier sagt, wehret den Anfängen, dann hat er immer recht. So, ja, warum? Weil wir jedes Wort auf die Goldwaage legen müssen, was unsere Politiker uns hier in ihre Twitter-Nachrichten schreiben, sonst wohin schreiben, in den Medien berichten. Und dann müssen wir mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, das darf der aber nicht sagen. Ja? Komischerweise erleben wir das aber zurzeit nicht von diesen unkritischen Medien, die uns umgeben. Im Gegenteil. Wir erleben eine 180-Grad-Umkehrung. Wir erleben, dass die Menschen sich aufregen über Menschen wie mich, die die Arbeit der Medien zurzeit tun. Nämlich kritisch zu hinterfragen, was dieser Blödsinn soll, der da zum Teil gemacht wird. Ja, zum großen Teil, zum überwiegenden Teil, fast nur noch. Meine Meinung, ja. Meinungsfreiheit gibt es ja auch in Deutschland. Also kann ich diese Meinung äußern, okay? Ich muss nicht der Freund der Regierung sein. Ich habe hier in Deutschland Rechte und die werde ich natürlich einfordern. Jeden Tag aufs Neue und da bitte ich jeden drum, seine Rechte einzufordern. Auch wenn sie damit jeden Tag wieder auf die Fresse fallen und jeden Tag wieder deprimiert nach Hause gehen. Die Macht ist auf unserer Seite. Die Macht ist unendlich groß. Hinter uns. Und wir werden unser Recht bekommen. Unsere Freiheit, unsere Menschenwürde. Wir lassen uns nicht einsperren. Wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir sagen sollen, was wir meinen sollen. Wir lassen uns nicht beschimpfen. Und wenn uns jemand beschimpft und wir dann dieses machtvolle Symbol um den Hals tragen,